Frische Fische! Frische Fische! Frische Fische! Moin, moin hier! Donnerwetter, ist der Laden voll, ich werde elektrisch. Das ist ja der Wahnsinn. Mensch, und so schöne Menschen. Oh, da muss ich mal ein bisschen näher ran. Komm, kriegst einen Trostpreis hier, eine CD von Michaela, ist die super. Frische Fische, hallo! Donnerwetter, ist das Wahnsinn. Und so hübsche Menschen hier, wo habt ihr die denn hergeholt? Das ist der Wahnsinn, ich werde elektrisch. Auch die billigen Plätze da hinten, ja, sollen auch noch was kriegen. Was sehe ich da? Haben die hier Österreicher reingelassen? Was? Mein Gott, sind die mutig, du. Ha? Wahnsinn hier, du. Hey? Ha? Du? Ha? Ha? Bist ja eine schmucke Dern, du. Ist das dein Typ da? Nee? Sei froh, du. Ne? Guck mal, was der für Klamotten an hat. Er hat heute Designer-Klamotten an. Die seiner Mutter. Die ist hübsch, ne? Für die. Hier, pass auf. Ich bin sehr leicht rumzukriegen, wollte ich nur sagen. Ich habe schon was gelernt heute. Du willst mich doch nach der Show vergessen, oder? Mit dem Thorsten Havelner muss ich noch mal reden hier, Leute. Das ist ja. So, moin, moin. Ah, ich soll auf die Bühne gehen, hat man mir gesagt. Ich wäre ja viel lieber da unten bei euch, aber ich wollte mit euch mal heute über Motivation sprechen, wissenschaftlich, wie sich das gehört für einen Fischverkäufer. Wenn man an einem Sonntagmorgen in Hamburg ist, wo geht ihr da hin? Guck mal, Laschkolnik, wo du hingehst, das weiß ich. Das ist die Parallelstraße weiter oben, wo die Ladies keine Kohle haben für Klamotten. Ja? Fischmarkt, ganz genau. An einem Sonntag, wer war da schon mal? Bitte mal die Hand heben hier. So viele Leute, wir sind hier in München. Ich werde wahnsinnig. Ne? Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als an einem Sonntag nach Hamburg zu gehen? Auf den Markt? Ja? Ich meine, die Stadt, die hat ja kulturell auch einiges zu bieten. Aber warum geht man da hin? Ruft es mir mal zu. Was ist der Grund? Was? Cool? Ja, das stimmt. Hübsche Männer? Ja, stimmt auch. Oben sind die hübschen Dance, unten sind die hübschen Männer. Ne? Warum noch? Billig? Wer geht hin, weil es billig ist? War schon günstiger. Komm, lasst euch nicht reinlegen. Ne? Ich meine, ist auch richtig. Die meisten, die da unten Stand haben, die haben meistens auch noch ein Delikatessengeschäft in der Stadt. Und dann gucken wir mal so am Samstagnachmittag, was kann ich am Montag noch verkaufen und was nicht. Und bei was nicht, das kommt dann zum Hamburger Fischmarkt. Ne? Aber Stimmung ist schon gut, oder? Hamburger Fischmarkt, so mit Alldieter und Bananenfred und wie sie alle heißen. Ne? Genau deswegen gehen wir da auch hin, weil die Stimmung so gut ist. Ist ja wie in deutschen Unternehmen, überhaupt in Deutschland so üblich, weil wir Deutschen, wir sind ja humorvoll, offen, gehen gern auf Menschen zu. Ja. Wir leben das nur mehr nach innen. Ne? Ja. Deswegen ist das ja auch schön, wenn man von außen ein bisschen Motivation kriegt. Und da ist ja so ein Hamburger Fischmarkt wirklich auch eine astreine Adresse. Was man da erleben kann, ist vom Allerfeinsten. In deutschen Konzernen ist das meistens ein bisschen anders. Ich glaube, Sie haben bestimmt schon mal von der Gallup-Studie gehört. Ja, das ist eine Studie, die misst jedes Jahr, Jahr für Jahr, wie es um die Motivation von angestellten Mitarbeitern in Unternehmen so steht. Ne? Und das ist schon ganz stark. Also da gibt es eine ganz große Gruppe, das sind so ungefähr 70%, die machen einfach Dienst nach Vorschrift. Ja, dann gibt es noch eine Gruppe, die ist ungefähr so 15% stark, die sind hoch engagiert, ja, sind die Chefs, die jeder gerne hätte. Und dann gibt es eine riesengroße Gruppe, die sind, sagt diese Studie, aktiv unengagiert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Aktiv unengagiert, das heißt, sie arbeiten aktiv gegen die Unternehmensziele. Ich kann Ihnen sagen, was passiert, wenn beim Hamburger Fischmarkt mein Mitarbeiter aktiv gegen die Unternehmensziele arbeitet, dann schmeiße ich ihn in die Elbe, aber auf jeden Fall raus. Das kommt da nicht in Frage. Ja, Tilo Baum hat ja hier gesprochen als Klartextexperte. Ein Geheimnis der Motivation vom Hamburger Fischmarkt ist Klartext. Ne? Da wird nicht erstmal ein Meeting gemacht, um Probleme zu lösen. Ja. Junge, hier ran an den Speck. Ne? Aber ich wollte ja auch ein bisschen wissenschaftlich werden und das mal wissenschaftlich erklären, warum so viele nicht motiviert sind. Und was ich euch mitgebracht habe, ist eine Formel, die ist vom Professor Werner Korell. Der ist ein ganz, ganz großartiger Typ. Und das ist die Formel zum Glück. Die können Sie jetzt mal aufschreiben. Los. Und nichts zu schreiben mit. Oh, muss ich das erklären? Die machen ja ein Video, habe ich gehört. Also ich will es mal übersetzen. Ne? Die Formel zum Glück. Kommunikativer Erfolg ist gleich die Funktion von Zielsetzung und Identifikation mit diesem Ziel.
Ich wiederhole das nochmal. Wissenschaftler machen das immer so mit Formeln. Ne? Kommunikativer Erfolg ist gleich die Funktion von Zielsetzung und Identifikation mit diesem Ziel. Grundsätzlich klingt das alles ganz einfach. Fangen wir mal mit den Zielen an. Wir brauchen da mehrere Ziele. Das ist also auch schon klassifiziert, nämlich Fernziele. Wir brauchen mittelfristige Ziele und wir brauchen Nahziele. Und mit diesen Zielen, da müssen wir uns voll und ganz identifizieren. Ne? So. Das Problem ist, dass viele sich mit den Zielen, die sie so in Unternehmen und Konzernen bekommen, oft nicht so richtig identifizieren können. Und wenn nämlich das Ziel und die Identifikation nicht da ist, dann spricht der Psychologiker von einer kognitiven Dissonanz. So, das ist jetzt kompliziert, ich erkläre das mal für euch. Nehmen wir mal dich. Steh doch mal auf und guck mal ins Publikum. Ja, sei mal so lieb. Und kriegst einen Hammerapplaus hier. Ich habe nach einem Durchschnittsmann gesucht und ich glaube, ich habe einen gefunden. Ja, komm, wir wollen nicht so sein. Kriegst eine CD. Ne? So, ja. So, pass auf. Du kannst dich widersetzen. Dein Bild ist eingeschweißt, außer bei dir. Du guckst nur auf mich, ist klar. Ne? So, dein Bild ist eingeschweißt. Kognitive Dissonanz, ich erkläre das mal für dich. Ne? Erinnerst du dich mal so an früher zurück, als du noch ein ganz junger Mann warst? So, ne? Ja, wer mich nicht kennt, hat nicht gelebt. Hier, so ein Typ ist er ja. Guck sein Hemd an. Ne? Hier, ne? Geht da rein in die Disco. Ja. Ist mal einen Lütten Drink genommen hier. Ist ja nicht schlecht in der Disco, wenn man auch mal einen Lütten nimmt. Ja. Dann kommt da so eine richtige Granate rein. So eine, du guckst da hin und sagst so, boah, leck mich fett. Boah. Junge, Junge. Die hat ja alles dabei heute. Mein Gott, ist die hübsch. Das ist ja mit der Frau, erinnerst dich, ne? Mit der Frau, mit der würde ich gerne den Rest meines Lebens. Oder heute Nacht erstmal. Oder? Die muss ich ansprechen. Ach, die ist ja Wahnsinn. Die muss ich unbedingt ansprechen. Und dann kommt der Deutsche raus. Ein Bacardi Cola, bitte. Boah, die lächelt. Die hat ein Lächeln. Oh, ist die schön. Nee, mit der muss ich morgen unbedingt frühstücken. Boah, ist das eine tolle Frau. Erinnerst dich, ne? Jetzt spreche ich sie an. Jetzt. Machen wir noch einen. Ja, machen doppelten. Ja, genau. Und wie die Zanz. Lola. Ja, die kann sich bewegen. Das ist meine Frau. Jetzt sprech sie an. Jetzt bist du dran. Ich überlege mir noch einen Spruch. Jetzt aber raus aus den nassen Klamotten. Ja. Ja. Hab nicht so viel Zeit. Machen wir noch einen. Lass die Cola weg. So. Und in dem Augenblick, du erinnerst dich, geht diese Granate mit den hässlichsten Typen von der Disco Arm in Arm raus. Erinnerst dich, ne? Ja? Das, was du jetzt fühlst, das ist eine kognitive Dissonanz. Weil Kopf, Herz, Hirn, ne? Was auch immer. Irgendwas hat sich schon voll und ganz damit identifiziert, mit der Frau den Rest des Lebens zu verbringen. Ne? Und jetzt geht die mit diesem hässlichen Typen raus. Also, kognitive Dissonanz, kann man dann auch sagen, führt zu direkt Frust. Ist kein Problem. Wer auch immer dieses Konstrukt Mensch hier gebastelt hat, ich meine, Scherzkeks war es eh, das haben wir schon alle gelernt, ne? Der hat uns Triebe mitgegeben, damit wir aufkeimende Probleme frühzeitig lösen können. Ne?
Und einer dieser Triebe, der ist ganz negativ besetzt, aber eigentlich ist er total gut. Das ist Aggression. So, was machst du also? Gehst du ein paar hinterher? Ja? Wartest, bis sie draußen sind auf dem Parkplatz? Tippst ihm von hinten auf die Schulter? Und während er sich noch so umdreht, mit voller Wucht, Fatz! Haust ihm einen ins Gesicht. Psychologisch alles wieder in Ordnung. Das ist schon ganz weg. Das ist, wenn ihr zum Beispiel, also stellt euch mal folgende Situation vor. Ich weiß, wir haben zwei Österreicher im Raum. Ich kenne beide, ich darf den Witz bringen. So. Ja, jetzt wer fährt Ski hier? Mal die Hand hoch. So. Okay, ich hatte schon eine ganze Menge. Jetzt fährt man da, ist bei mir lange her, aber ich fahre da hoch, so auf den Berg, ne, vorher ein bisschen bewegt und so, und dann kommst du da hin und dann siehst du so eine Wahnsinnsreklame da oben auf der Alm, mittags, ne, Sonnenhunger hier, und da siehst du dann so einen Teller mit Spaghetti-Nudeln, die glänzen, dann an einer schönen Bolognese-Soße mit Tomatenstückchen, kleinen Zwiebelstückchen und groß Markfleischstückchen, die dich anlächeln. Und du denkst so, boah, ist genau das Richtige, ich habe ja eben Sport gemacht. Gehst und dieses Bild, so, das prägt sich so richtig ein. Und dann gehst du vorne zur Kasse und sagst, gern Spaghetti Bolognese, da sagt die 12,80. Ist schon die erste kognitive Dissonanz. Aber dann wird es ja noch schlimmer. Dann kommt da so ein Teller an, so mit so einem Haufen Nudelpampe, so irgendwie ein Stück. Und die Soße da drauf, die riecht eher nach BASF als nach hier Tomaten und was weiß ich so. Ne? Ist auch eine kognitive Dissonanz. Führt zu Frust. Und wenn wir jetzt alle Deutschen fahren dann nach Tirol und erleben alle dasselbe, das ist dann so ein Gruppenfrust. Ne? Und so entsteht das, dass man dann nachher sagt, so den Österreichern, den könnten wir eigentlich zum Frühstück mal richtig schön gescheit eine Bombe ins Frühstück schicken. Psychologisch ist das eine ganz super Geschichte, aber Sie merken an beiden Beispielen, diese Aggression einfach anzuwenden, das ist heute blockiert durch einen zu hohen technischen und moralischen Standard. Erstens, wenn wir den Österreichern eine Bombe schicken, man mag es nicht glauben, die sind so weit, die schicken eine zurück. Für viele neu im Raum, ich weiß. Aber ist so. Und ja, so eine Atombombe im Frühstück ist auch der ganze Tag im Arsch. So. Und wenn du dem Typen da einfach einen auf die Glocke haust, psychologisch echt alles super. Erstens, die Alte kriegst du nicht. Die rennen immer zum Opfer. Das ist total blöd. Ne? So. Aber jetzt liegt er da und blutet, ne? Der Zahn raus und so mit Knutschen wird wenigstens nichts heute. Ja. So. Ne? Ja, und dann kommt die, vielleicht rufen die Polizei oder Gendarmerie, die kommen dann, ne? Und dann kriegst du einen Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis und dann hast du den ganzen Salat. Das heißt also, einfach so Aggression anwenden, wir lassen das lieber. Lieber noch drei Bacardi, dann ist der Tag auch gelaufen. So, und wenn wir jetzt hier nichts dran machen, dann kommt hier unten Dauerfrust. Ist auch doof. Dauerfrust, das kann dann zu Stress führen. Ja, und so ein Stress, der kann dann auch, wenn wir da jetzt nichts dran machen, schon mal langsam zu so einer neurotischen Störung führen. Ne? Das könnte, ist jetzt stark schematisch dargestellt, zum Beispiel eine Phobie sein. Phobie heißt krankhafte Abwendung von etwas. Dann läuft so ein possierlicher kleiner Weberknecht über den Boden. Junge Frau sieht das und macht, macht das tot! Der kann euch nicht beißen, nicht ankratzen, nicht mal anpinkeln, soweit ich weiß. Ne? Eigentlich der Drops gelutscht. Ja, stimmt, ich habe keine Arachnophobie, aber das ist, oder Klaustrophobie, Angst vor engen Räumen. Ne? Wenn man mit einem Klaustrophobiker im Fahrstuhl ist, ist das auch kein Spaß. Tür geht zu, der fängt an zu zittern und der Schweiß läuft da runter, riecht dann auch so ein bisschen unangenehm. Ne? So, ne? Ungefähr so wie Backstage, ihr könnt nachher mal gucken. So, da, so riecht es. Ne? So. Und ist alles nicht so schön. Ne? Aber ist als Krankheitsbild zumindest anerkannt. Ne? Eine andere Möglichkeit wäre auch eine Manie. Gab es ja auch mal so ein paar. So eine Zeit, da gab es so Motivationstrainer, so 80er, 90er Jahre. Du kannst alles schaffen in deinem Leben, wenn du es nur willst. Ja, auch in dir steckt ein Sieger. Sei nicht die Ente, sei der Adler und schwebe über den Dingen und schau dir das Ganze an. Du kannst noch mehr erreichen, du kannst noch mehr schaffen. Jetzt stehen wir alle zusammen auf und rufen, Chaka! Noch mehr erreichen, noch erfolgreicher werden, noch besser werden. Also das ist auch so ein bisschen. Mani ist krankhafte Zuwendung zu etwas. Ne? Krankhafte Zuwendung zum Erfolg ist dann auch nicht schön, weil die auch oft früh umkippen. Doof dann. Ja, ja. Ja, aber die sind oft gesellschaftlich eher so anerkannt.
werden dann Chef oder so. Unternehmer. Solche Typen dann, ne? Es gibt auch so krankhafte Zuwendungen zu abartigen sexuellen Praktiken. Wollen wir mal ein spannendes Thema hier auf den Tisch bringen, ne? Wenn man dann immer wieder so auf so Internetseiten muss, ne? Also nicht so mal aus Lust und Neugier, das ist vollkommen okay, sondern immer wieder. Und kann sich gar nicht mehr so richtig davor so... Ja, das ist dann auch eine Mani, ne? Ja. Ja, spätestens da sollte man mal den Fischverkäufern zugucken, um mal wieder ein bisschen geerdet zu werden. Also zu Deutsch tun wir da nichts, führt das dann bis hin zur Somatisierung. Allergien, Leberkrankheiten, Herz, all solche Sachen, die dafür sorgen, dass wir ratzfatz auf dem Boden liegen. Und der Tag ist gelaufen, ne? Was lernen wir von den Fischverkäufern? Freunde, die haben echt, wenn wir das mal ganz ernst nehmen, einen Scheißjob. Mitternacht geht's los. Rausfahren. Nicht nur bei so Tagen wie heute, sondern auch bei Tagen so im Januar, wo es mal so richtig kalt ist draußen und vielleicht auch mal regnet. Soll in Hamburg mal vorkommen, ne? Schmuddelwetter. Dann müssen die Ware holen. Riecht super. Ja, total angenehme Arbeitsatmosphäre. Dann fahren die zum Markt, dann müssen die den Stand aufbauen mit ihren Eisengestänge, bei der Kälte auch. Ne? Dann kommt erstmal ein bisschen Eis raus und so und dann kommt die Ware da drauf, dann muss die kalkuliert werden und das Preisschild, bevor da der erste Kunde kommt, da haben die schon 3, 4, 5 Stunden gearbeitet, je nachdem von wo die kommen. Ne? Trotzdem kommt der erste Kunde und pst. Und ich finde, daran sollten wir uns mal ein Beispiel nehmen. Vielen herzlichen Dank.